Wir sind jetzt heute mit dem Donat Ebli, das ist der Presseleiter von der Marke Skoda in der Schweiz. Donat Ebli, guten Tag. Grüezi wohl miteinander. Wir sind da heute in die Schweizer Alpen, könnte man fast sagen. Wir sind auf der Suche vom Yeti gewesen und wir haben ihn gefunden. Und der heisst Skoda Yeti. Was wird eigentlich Skoda mit diesem neuen Modell auf dem Markt? Wie du das hier erstens einmal platzieren im Rahmen von den Segmenten oder von den Angeboten von der Marke und in Preis-Leistung, was ist das Verhältnis? Also Skoda Yeti, zum beim einfachen Anfang, Preis-Leistung knüpft an die Marke Skoda an. Wir werden sicher versuchen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, das der Markt momentan hergibt. Segmentierung ist relativ schwierig, weil der Skoda Yeti etwas ganz Spezielles ist. Die SUV sind ein bisschen umstritten in der Schweiz und der Yeti gehört zwar auch dort rein, ist aber eben sehr kompakt. Schon allein von den Aussenmaß 4,20 m sieht man das, ist ganz neu definiert. Er ist vom Gewicht her ein relativ leichtes Auto und trotzdem robust genug für ins Gelände raus. Und im Verbrauch und der CO2-Ausstoß setzt er eigentlich über Maßstäbe. Er ist sogar in gewissen Kantonen von der Schweiz steuerreduziert, weil der TDI beispielsweise nur 159 Gramm CO2 emittiert. Das bei einem 4x4-Auto. Gut, wir haben auch gesehen, zum Beispiel, dass obwohl seine erste Ziel ist ja nicht ein reiner 4x4, es ist ein reiner 4x4 vom Fahrwerk her, also vom Fahrart her. Es ist eigentlich mehr so ein Allrad-Fahrzeug gedacht, aber hat so schon wie die Erwachsenen, könnte man sagen, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Abfahrt, Allround, das könnte ich dir besser erklären. Ganz genau, der Yeti ist sicher ein Auto, das wie die anderen Offroader auch zu 99% auf der Strasse bewegt wird. Darum hat er auch ein sehr agiles Fahrwerk. Trotzdem kann man mit dem Auto problemlos auch in gröberes Gelände rausfahren. Und er hat die elektronische Hilfe, der Offroad-Assistent, wo ihn beispielsweise der Rab elektronisch tut, so bremsen im Geschwindigkeitsbereich bis 30 Stundenkilometer, dass man sich voll auf die Geländewahl kann konzentrieren, eigentlich wirklich nur noch muss Steuerrad bedienen und den Rest, das Abbremsen, schauen, dass es einen Wall vor den Rädern gibt, das Auto auch noch so durchbremsen, übernimmt alles die Elektronik. Also in dem Sinne eigentlich ein sehr sicheres Fahrzeug, besonders sagen wir jetzt für Familie oder so, wo im Skifahren gehen und vermutlich mal so auf eine schlechtere Straße kommen können. Das ist genau das. Ich meine, der Yeti hat auch 5 Sterne im NCAP-Crash-Test. Also Sicherheit ist nebst den Umweltbelangen natürlich ganz, ganz eine wichtige Voraussetzung gewesen, die sich das Werk selber gesetzt hat. Und was ist jetzt eigentlich das Ziel von Skoda, sagen wir jetzt, Marktimplementierung oder wo möchte gerne Skoda landen mit dem? Skoda kann mit dem Yeti sicher eine neue Kundschaft ansprechen, die wir bis jetzt nicht hatten. Es sind vor allen Dingen Leute, die einerseits ein 4x4 möchten, aber eben auch die Vorzüge wollen haben von der höheren Sitzposition und was ganz speziell auch ist, die Variabilität vom Innenraum. Also er hat hinten ein Varioflex-System, das heisst, jeden Sitz kann man einzeln x-fach falten, rausnehmen, verschieben, längs, vorwärts und das gibt ihm eine ungeheure Flexibilität auch im Innenraum. Wir werden also sicher Leute können ansprechen, die wir bis jetzt nicht haben können abdecken und ich denke, es ist aufgrund von den ersten Reaktionen auch ein Auto, das sehr viele Frauen wird ansprechen. Okay, obwohl er hat natürlich ein lustiges Gesicht, aber es ist eigentlich schon wie jeder SUV, könnte man fast sagen, ein grobere Wagen, oder? Jein, wenn man den Yeti anschaut und eben auch die Reaktionen sieht auf den Messen oder da, wo noch vorgestellt worden ist, kommt er eben nicht so bullig, macho-mässig daher, sondern er ist eigentlich sehr fein, sehr freundlich von seinem Gesicht, das er eben auch hat. Und ich glaube, das widerspiegelt eben die inneren Werte, die er hat. Das Verträgliche, das ich eingangs gesagt habe, dass es einfach der kompakte Offroader ist, aber nicht irgendeinen Macho gehabt hat. Das ist schon speziell. Ja, eigentlich haben wir den Yeti da in den Schweizer Alpen entdeckt. Im November, aber noch kein Schnee. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Wie oft Schnee kann ich keine Prognosen abgeben, wenn der kommt, aber der Yeti, der ist nicht nur ein Schneefahrzeug, er ist eben auch tauglich, wenn einmal der Untergrund schon sehr, sehr nass und rutschig ist und man eben die normalen befestigten Strassen verlässt.
kann man sich auf den 4x4 Antrieb sicher bestens verlassen. Und der ist jetzt bei jedem Händler? Der Yeti ist seit Ende September bei sämtlichen über 50 Skoda-Händlern in der Schweiz verfügbar, um eine Testfahrt zu machen. Können wir gerade sagen, auf der Europareise hat der Yeti die Schweiz als mit den Alpen als natürlicher Ursprung lang gefunden? Absolut, der Yeti ist zwar im Himalaya daheim, aber der ist in der Schweiz genauso wohl. Und wir haben von Anfang an gewusst, dass der Yeti wie geschaffen ist für die Schweiz, also wirklich ein Auto made for Switzerland. Also kann man ihm eigentlich nur guten Glück und guten Erfolg wünschen? Das hoffen wir natürlich alle, aber wir sind auch überzeugt davon, dass er den Erfolg wird haben und eben der neue beste Freund der Schweizer wird. Okay, danke vielmals Donat und bis nächstes Mal. Danke auch vielmals, bis zum nächsten Mal. Thank you.